Servus Leute, ich bin's, euer Matze. Yes, ich hoffe, euch geht's gut und yes, ich habe was Besonderes für euch. Und zwar werde ich euch morgen einen ganzen Tag mitnehmen in mein Leben hier in Amerika und werde euch sozusagen ein Full Day of Matzes Life hier in Amerika zeigen und euch, ja, dann könnt ihr was sehen, ja, wie so ein Tag bei mir aussieht. Und ich wünsche euch viel Spaß! So, hier habe ich schon den Plan erstellt für morgen. Okay, let's go. Guten Morgen! So, jetzt aber. Guten Morgen, ich bin euer Matze. Wie ihr seht, putze ich gerade meine Zähne. So, ich zeige euch jetzt mal meine Produkte, die ich morgens immer benutze. Und wir fangen an mit der Zahncreme. Ich putze immer dreimal am Morgen, weil ich auf TikTok gehört habe, dass man dann noch weißere Zähne bekommt. Und ich fange dann hier mit der Colgate an, gehe mit der Aquafresh weiter und am Anschluss dann die Optic White für den optimalen Glanz für eure Zähne. Dann nutze ich das ganz klassische Aftersun für meine Haut, dass sie schön weich wird. Dann haben wir hier noch eine Vitamin E Creme für meine Haare, eine Bräunungscreme. Dann habe ich hier die Handnagelcreme aus Norwegen, die kann ich echt empfehlen. Also damit sind jetzt nicht die Nägel gemeint, die man reinhämmern kann, sondern die Fußnägel und Fingernägel. Aber die sind dann so hart, dass man mit dem Hammer draufschlagen kann. Dann was ganz Wichtiges, ich trinke keinen Kaffee, sondern nehme einfach das hier jeden Morgen, um wach zu werden, und streiche es einfach auf meine Haut und dann vibriert mein Gesicht richtig, dass ich richtig wach bin. Und im Anschluss geht es um diese Sportcreme, weil ich heute Sport mache, deswegen passt die mir da ganz gut, weil die für 96 Stunden reicht und dann reicht die schon echt lange. Genau, dann haben wir hier noch die gute Seife für meine Hände. Die mische ich dann mit Wasser und dann ist das richtig toll. Und zu guter Letzt Klopapier benutze ich morgens auch immer. Und jetzt gehe ich duschen. So, erstmal kämmen. Mit einer normalen Bürste mache ich immer. Bisschen Bart so, genau. Dann habe ich hier einen Kamm für meine Augenbrauen. Damit die schön zur Entfaltung kommen, mache ich die da ein bisschen hoch so. Wir sehen uns gleich wieder. It's breakfast time. Wir gehen jetzt zur Tanzklasse, gell? In der Tat. In der Tat? Ja. So, yes, die Tanzklasse ist jetzt vorbei. Und ich bin jetzt wieder daheim. Und yes, es war echt powerful. Wir haben viel Durchbrüche erlebt. Und yes, jetzt geht's weiter. Ein Kolibri. Da ist er. Süß, gell? Kuckuck, kuckuck.
Gib her, den Nektar, gib her! Nee, verpiss dich doch! Jetzt ist euer Handy weg. Hey, lass mich in Ruhe, lass mein Nektar, das ist meiner. Nee, ich klau dir den jetzt. Blöd, Mann. Der schmeckt so geil, hey, ich kann gar nicht aufhören zu klauen. Komm, noch ein Biss. Komm, noch ein Schluck. Lecker, hey. Jetzt aber. So, mein Essen, rein mit dir, das Spaghetti-Monster und mein Besteck. So, wir fahren jetzt zur Schule, genau. Yes. Ja. Am Anfang besprechen wir unsere Hausaufgaben mit dem Torben Crandall, wenn es immer fokussiert. Und dann gibt's Pause, eine Viertelstunde, dann kommt der Bill Johnson und redet zu uns. Dann gibt's Worship eine Stunde und danach kommt der Chris Valentin und dann schwätzt der auch nochmal eine Stunde lang. Und dann haben wir nachher AMTs über das Thema Worship und dann ist die Schule auch schon vorbei. So, das ist unser Schulgebäude, das Civic Center. Hier haben wir einen schönen Park. Da kann man dann immer schön unsere Pause verbringen. Unser Parkplatz. Ein Getränkespender. Klassenzimmer. Oh, hier ist der Lars. Ja, den kennt ihr doch alle. So, der Bill Johnson ist jetzt da. Any definition of grace that doesn't lead you to holiness, to purity, is an incorrect definition. Grace by nature empowers us to do what we can't normally do. Grace is the enabling presence of God. Grace never makes sin okay. Grace makes sin unnecessary. Let it be a sweet, sweet.
Das ist übrigens Chris. Sorry, Chris. So last time, 2 weeks ago, we talked about something. How many of you remember that? How many of you do not remember that? Okay. Good point. Why all yellow? Good point, Chris. So we have AMT now, right? Yeah. You excited? No. No, I'm tired. The importance, the value, if you will, of body. Different thoughts you probably like. So, MT is done. School is done. Woo! I can't believe I'm in your vlog. I'm so bye cool. Bye, Alvin. So, ich bin jetzt im Gym. Genau, heute ist Oberkörper dran. Und yes, es wird geballert. So, für die Gains noch einen guten Shake. So, hier haben wir den Klienten Philipp Kraft und der hier hat mein Trainingsprogramm abonniert und ist jetzt seit einem Monat schon dabei. Wie gefällt es dir denn? Ich sage, es ist sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr mehr als zufrieden. Der Personal Trainer, der Matze, der ist wunderbar, unterstützt. Er zeigt mir die richtigen Ausführungen. Ich muss sagen, ich bin begeistert davon, was deine Leidenschaft auch dabei ist. Und ich kann das nur jedem weiterempfehlen, weil es hat mich persönlich verändert, wie er mit mir umgeht. Und gleichzeitig hat es meinen Körper verändert. Also, kauft mein Trainingsprogramm. Yeah! Bin ich wieder daheim. So, gerade am Wäsche machen. So, jetzt gibt's noch was zu fooden. So, hier mache ich gerade die Hausaufgaben. Heute geht's über Evangelism und Discipleship, genau. Und ich werde hier des Öfteren unterbrochen, weil hier in Amerika feiern die gerade Halloween. Und das heißt, hier an der Türe kommen gerade viele Kinder und klingeln: Hallo, ist dieses oder saures? Und dann sage ich: Nee, geht weg. Nee, sage ich nicht, aber. Ich gebe dann was Süßes und dann hauen die auch wieder ab. Nee, also, ich bin da Erzieher, deswegen mag ich die Kinder und ganz süß, wie die da, was für Kostüme die da anhaben. Auch wenn ich jetzt Halloween nicht so feier, aber. So, ich bin jetzt fertig mit den Hausaufgaben und yes. Morgen geht's dann weiter. Massephase. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E. Servus. So, wie ihr seht, habe ich mich schon umgezogen.
Und yes, ich gehe jetzt Zähne putzen und dann geht's auch schon ins Bett. Ich freue mich drauf, also. Also, ich hoffe, das Video hat euch bestimmt schon sehr gefallen und wenn ihr mich mögt, dann könnt ihr mal einen Daumen hoch geben und wenn euch das Format gefällt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, was euch an meinem Tag am meisten gefallen hat, okay? So, da bin ich wieder.